Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Divinity Original Sin mit der guten Shiva. Ja, immer noch. Ja, ne? Deswegen das Sin, die Sünde im Titel, weil Shiva mit dabei ist. Ah, ja, was. Nee, ist klar. Ist klar. So, oh Gott, huh? Sie hat das Tor geöffnet. Hallo. Okay, jetzt sind wir doch hier hinten rausgekommen. Ich wollte noch mal ganz kurz was im Inventar schauen. Shiva, du hast doch auch so ein paar Bücher bekommen, ne? So eine Handwerksbücher. Mhm. Was haben die denn bei dir für Symbole so? Die Symbole? Zum Beispiel hier ist ein Buch, das sieht mir so ein bisschen aus wie Alchemie oder so. Das würde ich sonst dir ganz gerne geben. Hier, ich kann dir das hier mal senden. Ich hab's dir mal geschickt. Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Genau, da habe ich... Genau, warte mal, dann kriegst du von mir nämlich dafür dieses Buch und dieses andere hier. Das ist, glaube ich, auch eher was für dich. Und dann können wir die mal lesen und gucken, was passiert nämlich, würde ich sagen. Mhm. Rezept freigeschaltet steht bei mir. Ja, genau, bei mir auch. Ich lese das jetzt mal nicht, Leute. Das ist nämlich... Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt... Welchen habe ich denn gelesen? Den hier? Wenn ich dir die jetzt rüberschicke, kannst du die dann auch noch mal lesen? Naja, den praktischen Leitfaden hatte ich ja schon gelesen. Ach, okay. Dann schick mir die anderen beiden ruhig auch nochmal zu. Dann lese ich die nämlich auch. Weil ich dachte, man darf die nur einmal. Warte. Ich dachte, das ist halt so eine Benutzung nur, weißt du? Obwohl, Band 1 hatte ich nicht gelesen. Da ist jetzt gerade nichts passiert. Ist bei dir da was passiert? Freude mit Flüssigkeit. Okay, wenn ich die jetzt lese, passiert nichts. Ja. Dann ist es wirklich. Dann ist wahrscheinlich bei dem ersten Band da, bei dem Abenteurer Band 4, ist bei dir dann wahrscheinlich auch nichts passiert, weil ich das vorher gelesen hatte. Schlingel. Oh, es tut mir leid. Ja, dann schicke ich dir immer die mit den Alchemie-Krams drauf. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn dann der eine sich darauf spezialisiert. Ja, und ich schicke dir dann immer das mit dem Handwerk zu. Ja, genau. Jetzt habe ich es auch verstanden. Yay, kriege ich jetzt einen Keks. Sehr gut. Handwerk. Aber wo kann ich das nachlesen? Im Inventar kannst du, da ist doch rechts dein Inventar dann so aufgelistet, da kannst du oben auf Fähigkeiten klicken. Fähigkeiten, Waffen, Verteidigung, Fähigkeiten, Persönlichkeit. Ah. Da gibt es auch noch Talente später. Handwerk, siehst du, bei Handwerk habe ich eins. Echt, da hast du sogar eins? Ja, doch, stimmt. Fähigkeiten habe ich eins. Bei Persönlichkeit habe ich überall null. Da habe ich bei Führung ein und Glücksbringer habe ich auch ein. Hm. Naja, sollen wir nochmal reingehen? Wir haben die Truhe nicht aufgemacht. Ach, da ist eh nur Crap drin. Na gut, dafür brauchten wir einen Schlüssel. Wir haben ja, nee, für sowas, das ist so die erste Lektion, die man lernt am Anfang. Brauchst du keine Gegenstände farmen, die sind eh alle scheiße in zwei Stufen. Ah, was wollen die denn da? Ihr könnt mit beinahe allen Charakteren handeln. Benutzt das Diamantensymbol im Dialogfenster, um zu handeln. Kannst du das lesen? Was ist hier? Du kannst das nicht lesen, ne? Nee, bei mir stand das gerade nicht, merkwürdigerweise. Junius sagt, keine Bewegung. Ja, doch, das habe ich gesehen, ja. Aber das Handeldings wurde mir nicht angezeigt. Dann kannst du das ja vorlesen. Weil ich muss dann hier antworten. Achso, keine Bewegung, Orkesox. Niemand schleicht sich einfach so an der Legion vorbei. Bibibus oder so kannst du auch vorlesen. Aber du musst doch deins vorlesen. Ich habe noch nichts gesagt, die Regeln so, okay. Unter sich. Beruhigt euch, Junius. Er sieht nicht so aus wie einer von diesen Orks. Er hat kein einziges Horn auf dem Kopf. Haltet einfach euren Mund, Bibius. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wir haben geschworen, Syskal zu beschützen. was nehme ich denn? Wer seid ihr? Wir sind natürlich Legionäre auf der Suche nach Orks, denn die haben vom Meer aus angegriffen. Nur die Götter wissen, warum sie das tun, aber wir bleiben standhaft, wir von der Legion, die Befreier von Rivellon. Die Betrunken. Befreier des Alkohols sind wir auch, oder, alter Kumpel?
Seid einfach ruhig, Biblios. Anscheinend hattet ihr schon einen kleinen Umtrunk, wie? Schon mal Wache gehalten, Stunde um Stunde aus dem Ausguck gefangen, zu Tode gelangweilt. Die Langeweile ist ein Dämon, mein Freund. Und Schnaps ist der Dämonenjäger. Ich erkläre hiermit, dass es für diese Jäger an der Zeit ist, noch einmal zuzuschlagen. Wie cool die sind. Ihr seid also Befreier, ja? Ja, ein feiner Ausdruck für einen Wachhund, denn genau das tun wir ja, auf die Hunde aufpassen, die sich gegenseitig die Kehle springen und sie voneinander fernhalten, und zwar mit dem Schwert. Die beste Methode, um einen verschlagenen Hund zu beruhigen, ist, ihn zu kastrieren. Ha, Geld her, Eier ab, das Motto der Legion. Haltet einfach die Klappe, Bibius. Ich würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen. Was wollt ihr wissen? Was das Ratsmitglied Jake angeht. Ihr seid also auf der Suche nach Jake? Ich fürchte, da kommt ihr zu spät. Der ist tot. Ermordet. Richtig. Das musst du noch sagen. Was könnt ihr mir über den Mord an Jake sagen? Viel mehr kann ich euch nicht erzählen, außer vielleicht noch, dass er mit dem Gesicht in einer Blutlache gefunden wurde, die sein eigener Köter als Wassernapf benutzte. Na toll. Man sagt, es war seine Frau, und ich wette, eine Flasche Weinbrand, dass sie damit richtig liegen. Ein teuflisches Flittchen. Na toll. Als ob das irgendetwas beweist. Haltet einfach die Klappe, Bibius. Das ist lustig. Was hat es mit diesen Orks auf sich? Diese barbarischen Bastarde, sie töten deine Frau und essen deine Kinder. Wir haben einen Kampf mit ihnen angezettelt, aber jeder ihrer Finger ist stark wie ein Ochse. Man braucht eine ganze Armee, um auch nur ein Dutzend von ihnen zu erledigen. Naja, wir beide haben eine Legion mitgebracht. Haltet einfach die Luft an, Bibius. Ich glaube, wir sind in der Nähe von Sicil oder so. Cecilie, ja, wo die Seeleute zum Leben hingehen und die Hunde zum Sterben. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Warte, jetzt bin ich wieder. Halte einfach die Klappe, Bibius. Also, Fremder, wenn ihr nach Cecilie wollt, seid ihr auf dem richtigen Weg. Allerdings versuchen die meisten zurzeit eher aus dieser verfluchten Stadt fortzukommen. Ich kann es ihnen nicht verübeln, der Ort ist verflucht, sag ich euch. Zuerst steigen die Toten aus den Gräbern und dann blasen ganze Orkstämme in ihr Kriegshorn. Da haben andere schon wegen weniger angefangen zu saufen. Ich bin dann mal weg. Moment, nicht so schnell, ihr seid vielleicht kein Ork, aber das heißt noch lange nicht, dass ich euch traue. Wer sagt denn, dass ihr kein Spion seid? Geht noch weiter, da steht, kommt, ich bringe euch zum Zauberer. Ah, das ist bei mir jetzt weggegangen gerade. Oh, er wird die Wahrheit schon irgendwie aus euch herausquetschen, sagt er. Hier steht bei mir jetzt auf andere Spieler warten. Mhm. Der Zauberer, sagt ihr, das klingt gut. Auf, geht voran. Einverstanden, ein Zauberer muss mehr darüber wissen, was hier vor sich geht. Yay, 900 Erfahrungspunkte. Wir sind fast Level 2. Seht, Junius, er ist harmlos. Vorwärts, wir sind kurz vor der Stadt. Farewell. Oh Mann, die beiden Trumpfbeutel. Lassen die uns jetzt hier einfach durch, oder wie? Rennen uns jetzt hinterher. Ich dachte, ich will aber hier vorne mich noch umschauen. Da, ein Schiff. Kisten. Plündern. Plündern. Ach, hier gibt's doch eh nix. Ach, komm, wir gucken. Außerdem war hier doch irgendwo diese Muschel, die geschrien hatte. Ihr habt einen Wegpunkt entdeckt. Okay, da rechts, wir ermöglichen schnelles Reisen. Ach, ein Portal also. Ah, sieht cool aus, aber das Portal. Du weißt, wo diese Muschel war. Hier ist nur Schnickschnack überall drin. Hier ist wieder eine neue Muschel. Und eine Schaufel, die kannst du als Zweihandwaffe nehmen, aber die macht sehr wenig Schaden nur.
Ja, aber ich habe irgendwo eine Muschel gesehen, im ersten Part, glaube ich. Hat mit uns gesprochen. Ja, aber wir sind doch jetzt nicht an dem gleichen Strand. Ich? Ah, hier. Doch. Yield me unto the water. Oh, du darfst die Muschel vorlesen, wenn du es lesen kannst. Okay. Ja. Seht, seht, ein Wanderer kommt zu mir. Er geht auf dem Sand, auf dem diese arme Muschel leiden muss. Wer seid ihr, Herr Muschel? Nennt mich Ich-Muschel, schon Sohn der See. Ausgestoßen auf diesen erbärmlichen Gesch. Was? Gestaden. Okay. Eine Muschel im Exil, dazu verdammt, unter einem trockenen Himmelszelt zu leben, anstatt im heimischen, liebevollen Wasser. Was nehme ich? Die Auswahl ist so groß. Es mutet seltsam an, dass ihr sprechen könnt. Man kann das total schwer erkennen, wo es weitergeht da. Natürlich kann ich sprechen, seid nicht albern. Ich habe mehr Zunge als Herz. Eigentlich sollte ich überrascht sein, denn ich erinnere mich noch an die Zeit, als eure Vorfahren sich von Ast zu Ast schwangen, um sich gegenseitig das Ungeziefer aus dem Fell rupften. Ihr seid verdammt, sagt ihr? Mein Schicksal ist grausam, das versichere ich euch. Wie viele Rotznasen haben mich an ihren schmutzigen kleinen Ohren gehalten, um zu behaupten, sie können das Meer hören? Natürlich hören sie es, diese Blagen. Wir befinden uns hier genau am Rand der großen Wassermutter, deren Umarmung ich so verzweifelt herbeisehne. Ihr sehnt euch also nach der Umarmung der See? Ja, ich, König der Perlen, sehne mich danach, wieder auf dem Korallenthron zu ruhen. Werft mich ins Wasser, schleudert mich so weit ihr könnt und ich lasse euch längst versunkene Schätze zuteil werden. Ihr scheint nicht gerade mit Freude an die Vergangenheit zu denken. Die Zeit ist eine gutmütige Herrin für diejenigen, die glückliche Stunden verbringen. Aber für den, der Leiter fährt, wird sie zu einer trägen Harpie. Oh, ich erinnere mich an alte Zeiten, denn ich liege hier seit der Antike, als die Ruinen, die uns umgeben, noch Paläste waren und die sonnengebleichten Toten fröhliche Kinder. All dies habe ich gesehen, lebendig, allein leider. Ich sollte jetzt entscheiden, was mit euch geschehen soll. Was sagt ihr? Ich kann das jetzt wieder nicht sehen, leider. Was sagt ihr, freundlicher Ritter? Werdet ihr dem König der Perlen die See zurückgeben, damit er euch den längst verlorenen geglaubten Schatz geben kann? Güte ist sich selbst Belohnung genug und obendrein gibt es auch noch ein paar Schätze zu bergen. Werfen wir ihn ins Meer. Einverstanden, möge er in seine angestammten Heimat zurückkehren. Warum hast du da jetzt so gelacht? Weil ich hätte auch sagen können, was? Und ihn nicht mitnehmen und seine Perle rausreißen oder irgendwie sowas halt. Yay, Ja, ich hätte auch los, sagen können, schmeiß ihn nee, ins komm, Meer. wir bringen ihn zum nächsten Händler. Ja, richtig cool. Zack, weg ist er. See, I have returned. Where every wave feels like a mermaid's kiss. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. Oh, thank you. Maybe now you can learn something useful, like ah, how ihr to seid eine wash Stufe your aufgestiegen. Underthings. Drückt I, um euren Charakterbogen zu öffnen und eure Attribute und Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Was war in der Kiste? Da wollen wir mal schauen. Stiefel waren in der Kiste, die zwei Rüstungswert haben. Ich zieh Dann mir die zieh du einfach die an. mal an. So, und wir haben jetzt ein Level Up. Wir können jetzt bei Stärke und so weiter eins hochpacken. Wir müssen jetzt mal schauen, ob du jetzt zum Beispiel auf Gewandtheit gehst, weil Gewandtheit bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit gewandtheitsbasierten Waffen einen Treffer zu landen. Verbessert Scharfschützen und Schuftfertigkeit. Nee, das bist du ja nicht. Und beeinflusst den Verteidigungswert. Ich dachte halt, dass das vielleicht für Fernkampfwaffen gut ist. Also ich werde erstmal auf Stärke gehen, würde ich sagen. Stärke bestimmt die Trefferwahrscheinlichkeit mit stärkebasierenden Waffen. Also ich werde auf jeden Fall auf Stärke gehen.
Erstmal so ein bisschen zumindest. Na, ich glaube, für mich ist Intelligenz und Stärke auch ganz gut. Also, ja, musst du halt überlegen, ob du halt auch weiterhin mit Einhandwaffen spielen möchtest oder ob du halt auf dem Bogen oder so umswitchen willst. Das musst du dir halt überlegen. Wenn du Stärke nimmst, dann würde ich ja halt auch bei den Nahkampfwaffen bleiben. Ah, ich glaube, ich bleibe bei Nahkampfwaffen. Ja, okay, dann würde ich Stärke und genau. Und Intelligenz brauchst du wahrscheinlich für die Hexerei-Dinger da, ne? Genau. So, und jetzt kriegen wir auch noch eine Fähigkeit, darfst du einmal pushen. Aha. Wieso darf ich jetzt zweihändig nicht pushen? Ich würde gerne lieber zweihändig nochmal weiternehmen. Dann halt nicht. Gott, was soll ich denn da machen? Wieso darf ich denn hier nur so wenig? Verstehe ich nicht. Fähigkeiten. Ist schon ganz schön viel. Ja, vor allem weiß ich ja gerade gar nicht. Ich weiß ja gerade gar nicht, was jetzt die ganzen Sachen so bringen, weißt du? Mhm, ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn du auf das Wort gehst, dann wird dir das angezeigt. Ja, aber wenn zum Beispiel bei Fähigkeiten, dann sehe ich hier, gebt an, wie viel Geomann-Zauber ihr erlernen könnt. Ich weiß noch nicht mal, was Geomann-Zauber gerade sind. Das ist jetzt mein kleines Problem. Und bei Waffen, bei zweihändig, darf ich zum Beispiel gerade nichts reinpacken. Ja. Ja, ich habe da schon einen Punkt, deswegen wahrscheinlich. Ja, hast du denn schon einen einhändig? Ja, da kann ich nichts reinpacken. Ah, okay, siehst du, genau. So, aber also ich werde mich auf jeden Fall auf zweihändig spezialisieren, weil das bringt nichts, wenn ich jetzt überall mal so einen Punkt irgendwie reinpacke. Du könntest mal schauen, ob du bei Schildexperte schon was hast, weil du hast ja auch ein Schild. Wo ist denn Schildexperte? Unter Verteidigung. Schildexperte habe ich ja. Ah, okay. Persönlichkeit, was kann man denn hier? Charisma bestimmt den ihr auf andere macht. Glücksbringer. Ach, ich glaube, ich werde Glücksbringer machen. Handwerk könnte man natürlich auch bestimmen, was ihr herstellen könnt. Wir könnten uns ja bei Handwerk so ein bisschen aufteilen zum Beispiel. Ja, du Handwerk und Lehrmeister. Nee, Handwerk und Schmiede. Mach Telekinese. Naja, ich habe jetzt erstmal meinen in eine Persönlichkeit reingesetzt und zwar Glücksbringer. So, okay. Und dann marschieren wir mal weiter. La 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 la, wir wollen ja nicht so viel Zeit vertrödeln hier. Wir haben schon ganz viel Zeit vertrödelt hier. Wir müssen ja, aufhören. Aber man muss auch immer hier aufpassen da, oder? Ja, komm, denn ich pack mal eins in Handwerker rein, so. Kann man auch nicht mehr rückgängig machen, scheinbar. Das war's, mehr kann ich nicht verteilen, ne? Nee. Okay. So, okay, dann würde ich sagen, wie das Ganze hier weitergeht mit uns, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüssi. Ciao.